Oh. Oh oh. Nicht mehr in der Zelle dieser. Wenn ein Papierflugzeug meine Träume von hier wegtragen könnte. Where I could make up and find myself in a foreign land. Where I could wake up, Entschuldigung. Wo ich aufwachen und mich selbst in einem fremden Land wiederfinden könnte. To start a new life as a stranger at all. Um ein neues Leben als Fremder zu starten. Oh, how wonderful that be. Wie wundervoll würde das sein? So, wieder hier. Saving. Okay, hat gespeichert. The command post. So, this is the middle of the field. Die Mitte des Feldes? Jetzt bin ich auf der Bühne, wo ich am Anfang, beziehungsweise vor der Bühne, wo sie am Anfang geschlafen hat. Nein, das ist etwas anderes hier. Das ist im Freien. Hier geht's nicht weiter. The field's collapsed here. Und der See von, oder der Fluss von Blut ist auch da. Everything's flooded into a river of crimson mud. Alles ist überflutet von einem See aus. Crimson weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall Matsch. Ne? There doesn't seem to be an end. Das sieht nicht so aus, als gäbe es da einen. Liegen auch Papierflieger, die einen Traum vielleicht wegtragen könnten an einen Ort, wo man als Fremder erwacht und ein neues Leben beginnt. Der Fahnenmast. Sie hat doch gern die Fahne gehisst früher. Seile schlagen gegen die Stangen. The old brick building. We used to call the Red House, also ein altes Ziegelsteingebäude, das wir das Rote Haus nannten. The Japanese used this place as a barracks during their occupation. Die Japaner haben das als Baracken benutzt. During their occupation, also. Occupation, oh, jetzt müssen wir auch wieder googeln. Besetzung, also als sie das Land besetzt haben. Okay, sie haben es als Bar. Das hätte mir eigentlich einfallen müssen. Aber egal. Jetzt gehen wir da mal rein. Das sieht ja interessant aus. Nee, ich will doch gar nicht wieder raus. Mal wieder rein. Okay. Ah, vielleicht ist jetzt hier die Richtung. Wichtig, ne? Wie gesagt, ich hatte es ja bereits erwähnt, zwei Enden gibt es in dem Spiel, die man erreichen kann. Und hier ist jetzt vielleicht so eine Stelle, wo man die Richtung wählt. There's a note on the desk. Hi, Bai Wu Chang. Black and white impermanence. According to legends, they are two ancient officials. Was auch immer das genau heißt. Also schwarz und weiße Erscheinungen da, wie wir sie auf dem Bild sehen können. Werden uns bestimmt auch demnächst verfolgen. During a routine inspection, misfortune befell them and they perished, trying to protect one another. Okay, also während einer Routineinspektion wurden sie vom Unglück überfallen, sozusagen. Perished, ich weiß es nicht genau, trying to protect one another. Also sie wollten sich gegenseitig beschützen, sind dabei wahrscheinlich gestorben. Perished.
Perished. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß, dass Perish jetzt nicht per se sterben heißt, aber irgendwie sowas. Oder sind sie vielleicht verschmolzen miteinander? Kann natürlich auch sein. Man sieht es ja nicht genau auf dem Bild, ob die tatsächlich getrennt sind. Naja. The Lord of the Dead, seeing their loyalty, appointed them the duty of messengers of death. Okay, der Fürst der Finsternis. Der Fürst der Toten oder der Lord der Toten sah ihre Loyalität und machte sie zu Botschaftern des Todes. Oder gab ihnen die Pflicht, Duty, Pflicht, glaube ich. Sowieso. It was then that people who died would see them arrive to claim their souls. Okay, also von da an sollten sterbende Leute sie sehen. Sie kamen, um ihre Seelen zu holen. So, oder so ähnlich. Ja, ich speichere natürlich mal wieder. Jetzt gehe ich mal nach links, nur um zu gucken, was da ist. Auch da gibt es etwas. Completely blocked. This should be the Puppetry Clubs Workshop. Okay, das sollte irgend so ein Workshop sein. Puppetry oder so. Etwas mit Puppen. A Puppet Theater on a hand-drawn cart. During summer break. Also ein Puppentheater auf einem handbemalten Wagen. Hand-drawn. Gell? Draw heißt, glaube ich, mal. During a summer break, the boys in class would use this as their battle tank. Okay, über die Sommerpause haben sie die Jungs als ihren Kampfpanzer benutzt. Unglücklicherweise haben sie es recht schnell kaputt gemacht. Okay, also hier ging es jetzt nach unten, nach links, nach oben oder dahin. Jetzt bin ich ja wieder neugierig und will wissen, wie es auf der anderen Seite weitergeht, bevor ich hier einen Schritt in eine Richtung mache, die ich vielleicht gar nicht machen will. Und hier geht's auch. Eieiei. Der Weg führt bestimmt zu diesen beiden. Jetzt schauen wir mal. Figures are carved on the door. Also es sind zwei Figuren hineingeschnitzt oder hineingestanzt oder wie auch immer die das gemacht haben. These are supposed to be guardians, but they look more like the Heimai Wu-Chang. Oh Gott, Leute, es tut mir so leid, dass ich euch so voll gehen muss. Their hands look like they should be holding something. Also ihre Hände sehen so aus, als sollten sie eigentlich etwas halten. What could they be missing? Die Frau oder unser Buch. Also der eine hat so ein komisches Ding und der andere hat ein anderes komisches Ding. Und vermutlich muss ich die da reinstecken, damit die Tür irgendwann aufgeht, ne? Ja. Alles klar. Das muss ich dann wahrscheinlich jetzt linksseitig irgendwo suchen und dann darin tun. Und dann machen die mir die Tür auf. Ist das ein Puppenkopf, der da am Boden liegt? Ja, ne? Also die sind aus dem Biologielabor, diese Glasdinger. Sind da richtige Köpfe drin? Nee, oder? Das ist ja nicht so richtig. Überall sind Puppen drin. Da hätte man mal vorher gelesen, war, bevor man dir irgendwas Dummes sagt. Eieiei.
meine lieben Leute. Oh, hier sind viele Puppen. A large mass of puppets hanging from the ceiling. Okay, also jede Menge Puppen hängen von der Decke. Und da ist ein Öfen. A brick furnace, was auch immer. I remember back then mom said she burned spirit money to bless our health and good fortune. Also, sie erinnert sich, dass ihre Mom immer sagte, sie verbrennt Spirit Money, also Geist, also halt spirituelles Geld, also nicht wirklich Geld, oder sie verbrennt richtiges Geld, aber spirituell. Was ja wenig Sinn ergibt, aber okay. Auf jeden Fall, um sie mit Gesundheit und Glück zu segnen, hat sie das merkwürdige Geld verbrannt. I always thought of it as closer to dealing with the devil. Okay. Wie soll ich das jetzt genau übersetzen? Also sie dachte sich dabei immer, dass es relativ nah daran ist, mit dem Teufel einen Handel zu betreiben. Brick of Furnace. Ich weiß jetzt wieder nicht, was Furnace ist. Also ich könnte da jetzt was reintun. Hab aber nix. Cool. Nee, das Notizbuch doch nicht. Ich meine, wahrscheinlich könnte ich das tun. Vielleicht. Aber ich brauche die Notizen ja vielleicht noch. Jetzt gucken wir uns erstmal noch anderweitig um. Ach du Heilige, da ist ja jemand. A kneeling figure with a wooden token in its back. Okay, eine kniende Figur oder Gestalt mit einem hölzernen Token im Rücken. Also, was ist denn ein Token in dem Sinne? Irgendwas aus Holz halt in den Rücken gesteckt. Okay, ich kann nicht wirklich sagen, wer das ist mit diesem Ding auf dem Kopf, Hut, also irgendwie so eine Kapuze oder sowas. Wooden Stocks and Shackles, also Sachen aus Holz. Ein bisschen getrocknetes Blut an den Ecken. Wieder eine kniende Gestalt. Da ist etwas Blut auf der Kapuze. Das ist ja schon alles interessant hier. Was driftet denn das jetzt ab? Wir haben doch an einem relativ normalen Schultag angefangen. Der war nur kurz normal, aber sonst. Hier sieht es jetzt so aus, als würde man da was reinwerfen können. The Temple's Divine Incense Burner. The Temple's Divine Incense Burner. Also da wird wohl was verbrannt. Da werden wohl Räucherstäbchen reingesteckt, so wie ich das sehe. Da ist Sand drin, ne? Und so Räucherstäbchen reinstecken. Before we pray, Mom always lighted 3 incense sticks. Ja, müssen eigentlich so Duftsticks sein. She tells the gods her name and birthplace, then launches into a spiritual drill. She often lays her... Moment, ich habe das jetzt nicht übersetzt, Entschuldigung. Mach ich's jetzt. Sie spricht oft ihre vielen Probleme an und wünscht sich, dass sie sie nicht mehr hätte. So verstehe ich dich. Why does she not tell a real person? Warum erzählt sie das nicht einer richtigen Person? Stattdessen they fall upon an invisible god, ja. Stattdessen fallen sie nieder vor einem unsichtbaren Gott. Naja, vielleicht muss sie dagegen später Räucherstäbchen anzünden. Oder etwas anderes. Eine Zelle ist leer. Smells like rotting plants. Riecht nach verrottenen Pflanzen.
sollten die denn sein? Who are these supposed to be? Wo gehören die hin? Das ist eine Metalltür, die ist verschlossen. Da nicht was? Spirit Money. Aha. Davon hatten wir es ja vorher. Zeig mal her. Spirits Money commonly seen at temples burned to sacrifice to the spirit gods for fortune and prosperity. Ja, was wir im Prinzip vorher schon gehört hatten, also das ist also dieses Spirit Money, was geopfert wird, um Glück und so weiter zu erfahren. Ob das was bringt? Das sei jetzt mal dahingestellt. Upp, 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 upp. Oh. Oh oh. Nicht mehr in der Zelle dieser. Alles klar. Aha. Supi. Der ist noch drin. Kommst du raus? Nee. Gut. Tschüss. Die sind auch noch drin. Gut. Tschüss. Hei, hei, hei. Okay. Jetzt waren wir unten. Jetzt gehen wir mal... Nee, jetzt gehen wir erstmal nach links. Die ist zu. Das ist schon gut. Das sollte zum Atrium führen. Okay. Aufs Dach ist aber zu. Okay, da wachsen Wurzeln raus. Die Tür ist dadurch komplett blockiert. Hier ähnlicher Fall. Bis dahin. Hoch, irgend so ein komischer. Ist es hier so schön hell? Und da wieder so hässlich dunkel. Das Spiel startet gerade so ein bisschen. Okay, hier geht's offensichtlich nicht weiter. Ich wollte eigentlich erstmal lesen, was an dem Schild stand. Oh, hi! Was zur Hölle? The slogan reads, Patriotism demands for sustained sacrifice. The slogan reads, Patriotismus. Ja, demands sustained sacrifice. Also ich kann es nicht genau übersetzen, wie so oft, aber ich vermute mal, dass es irgendwie sowas heißt wie, dass Patriotismus auch seine Opfer verlangt und dass man sich dafür aufopfern muss. Sollte, kann. Moment, das lassen wir erstmal. Ich will noch das hier lesen. Your death, also da ist wieder ein Slogan drauf. Leave your death in the hands of others. Überlasse deinen Tod den anderen, sozusagen. Erstmal angucken. An unmarked grave in the middle of the room. Also das ist ein unmarkiertes, also ein Grab mit einem Grabstein, auf dem aber nichts steht, in der Mitte oder inmitten dieses Raumes. Sollte eigentlich nichts drunter begraben sein. Ist ja blöd, aber dann ist ja Fußboden drunter und wenn da jemand eingegraben wird, dann. Dann ist er irgendwie im unteren Stockwerk. Aber hier kann man jetzt was tun. Oder nicht? There are three
unlit incense sticks here. Take incense, leave. Das ist eine gute Frage. Wieder so ein Entscheidungsding, ne? Also ich kann natürlich diesen... Ich glaube, ich habe nachher die Möglichkeit, entweder dieses Spirit Money zu verbrennen oder aber diese Räucherstäbchen reinzustecken. Das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt. Ich weiß ja nicht, was davon gut und was schlecht ist und was zu welchem Ende führt. Aber das muss ich ja auch nicht wissen. Ich nehme die einfach mal. Jetzt steht da was. Jetzt habe ich die Dinger. Grave of Wai Chung Ting. Das ist alles Frage von mir. The Grave of Wai Chung Ting. Das ist der Junge. Oh right, why? He already is the legacy of the deceased. Always just a mere rock. Oh Leute, wie soll ich das übersetzen? So gut ist mein Englisch einfach nicht. Ja, versuch's einfach selber. Ich komme gerade nicht so wirklich hinterher hier. Alles Wörter, die ich schon mal gehört habe, die ich aber jetzt nicht zu übersetzen weiß. Moment, ich wollte es nochmal lesen. Ich habe jetzt aus Versehen die falsche Taste gedrückt und habe wahrscheinlich den Text abgebrochen. Nee, habe ich nicht. Alles gut. Ist das der Wai? Soll er das sein? Oh, da steht was. When did all this writing appear? Weiß ich, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, war es vorher nicht da? Snitcher. Is this about an informant? Wer weiß. So ein Informanten, der die Leute da verpetzt hat hier, die Glücksspieler und so, ne? Beziehungsweise die so kommunismusfreundlich waren. Snitcher.